Grüß euch und willkommen zurück zu Sekiro. Und zwar, letzte Episode waren wir beim Trinker. Ja, genau da. Und er ist mir ehrlich gesagt noch ein bisschen zu schwer. Deswegen, werden wir jetzt wieder zurückschauen zu dem Stangen, habe ich. Und ich habe irgendwo gesehen, da ist irgendwo da. Rennen und Gleiten. Irgendwo was zum Abwehren. Nachtschwalben-Hieb-Umkehr, okay. Nachtschwalben-Hieb, ein drehender Sprunggriff, der die Distanz zum Feind schnell verringern oder vergrößern kann. Okay. Okay. Ich möchte nur was wissen, außerdem, und zwar, in meinem Inventar sollten ja Dinge sein, weil es ist ja ein Haufen Zeug auf Lager, ne? Wo ist das Lager? Hoppala. Aber, nehmen wir mal reisen, nachdem wir jetzt uns ein wenig auskennen. Wo war das? Weg zum Anwesen und dann hoch, genau. Also, wir müssen schauen. Hoffentlich kriegen wir heute ein wenig Progress zusammen. Ich werde immer noch eine halbe Stunde machen, aber wir können Progress haben. So wie letzte Episode, leider. So, wir holen uns wieder die Bogen-Havis. Das kennen wir eh alles. Okay. Okay, sie haben mich nicht gesehen. Machen wir gleich. Alles klar. So, super funktioniert alles. Ich benutze jetzt den Weg zum Hochrennen. Wie gehabt. Und. Das kennen wir alles schon. Alles klar. Schade. Geh bitte, auf den renne ich einfach zu dann, oder? Das war besser. Komm. Genau. So, und nachdem wir jetzt ja wissen, wie wir Leute pullen können. So, die Moor. Wenn wir den jetzt pullen. Das ist nämlich nicht wirklich ein Mob. Versteht's? Kann ich da lauschen? Okay, das ist schon mal viel besser. Irgendwo oben. Okay, gut. Okay.
Oh oh. Okay, set this. Okay, das wird nix. Es wird nix, er ist too strong. Aber wir kommen da nicht hinter. Wir müssen ihn irgendwie zerlegen. Ich hab zwei Leben noch zusätzlich, also. Hilft mir nicht. Das hilft mir schon noch. Deswegen ungut, muss ich sagen. Deswegen ungut, er ist nämlich extrem stark. Aber das kannst du nicht dodgen. Keine Chance. Sir Range ist zu heftig. Ja, dann schauen wir wieder ins andere Lager zurück. Rennen wir immer noch hinterher? Na, gut. Weil die Chance ist nämlich da, dass ich ihn von hinten angreifen kann, wie in den Trinker. Achso, ich habe noch keinen Heal genommen, gell? Doch. Okay, wenn ich ihm auch noch ziehen kann, dann probier es. Mit beiden Leben irgendwie. Den Gang auszumachen. Falls ich ihn von hinten erwischen kann, es ist. Hilft halt nichts, dass ich keinen Vikiri-Konter machen kann. Das hilft echt. Ja, aber er ist auf mich gefasst. Keine Chance irgendwie. Na. Ah, ich glaube, das wird nichts, Leute. Schau mal, vielleicht gehen wir irgendwo anders noch weiter, weil das ist alles einfach zu heftig. Ich meine, obwohl ich einen Kompanen habe beim Trinken, habe ich keinen Socken. Ich brauche zumindest einen Attack Point mehr. Aber ich glaube, die Erinnerung kriege ich eben, wenn ich das fertig mache. Das ist eben. So die Sachen, das machen wir. Vielleicht finden wir noch ein Gebiet. Noch ein paar easy Gegner vielleicht. Wir waren dort, wir waren letzte Folge, da waren wir eh nicht, gell? Weil ich gesagt habe, da ist was schwer. Keine Ahnung. Okay, da oben ist auch noch einer. Dann schnappen wir uns auch noch. Ah, scheiße. Der hat eine Range. Okay, nachdem das alles geklärt ist, können wir da oben schauen. Aber ich glaube, wir haben wirklich alles gelootet. Wir haben da drüben sogar Teile gefunden. Which is nice. Ich verstehe nicht, wie die mich sehen. So leicht. Wer schießt vielleicht? Ja. Da war einer. Wo ist der?
Okay. Also die Störung habe ich ja drauf. Da kann ich mich auch aufdroppen. Wenn ich mal so fette auch dabei. Okay, der erste ist für den Arsch. Jawohl. Okay, General, was ist los? Ja, mach einfach kein Damage. Oh, schon zwei. Bin sau weak. Ich bin sau weak, wenn es um sowas geht. Ja, ja. Okay, aber ich habe noch ein paar Sachen up my sleeve. Ich muss doch das irgendwie schaffen, weißt du? Gut. Gebetsperlen for the win. Eisenschrott. Verstärkung gesetzt werden. Kann ich meine Prothesen verbessern? Das werden wir dann gleich mal schauen. Auf jeden Fall haben wir da alles geklärt. Der General ist, das ist das Schwierigste gewesen jetzt. Weird, wir hätten da einige Kinder. Und da geht's rechts, oder was? Okay. Okay, okay. Von dieser Seite aus nicht geöffnet werden. Kann ich dann da oben hupfen und weitergehen? Schaut so aus, ja. Aber das müssen wir ausnutzen, dass da cleared ist. Das ist ja nicht Progress, oder? Okay, wir wollen über die Brücken. Das ist schon mal fix. Hm? Hier Skelett. Da unten ist was zum Abholen. Ich kenne das Geräusch. Naja. Kugelchen, no way. Wie gut das Bildhaus. Drei Gebetsperlen. Schauen wir doch. Ah! Und das habe ich kein Wohl. Jetzt muss ich mich hinsetzen, weil sonst sterbe ich. Super. Naja, egal.
Wir haben ein nächstes Ding. Da oben haben wir zwar jetzt nichts fertig geschaut. Okay, von der Seite. Okay, falsche Waffe. Nice Combo. Der Hund klopft da, es ist ja eh keiner mehr da. Okay, da ist nichts mehr gut. Ja. Da war nur der General, den wir vernichtet haben. Aber da auf, ich wollte mal schauen. There's no way up. Das ist, ja. Tragisch! Da ist es ja nicht umsonst frei, oder? Hm. Könnte mir da an die Kante hängen, aber. Da komme ich ja nirgends auf. Da auf die andere Seite? Müsste die doch. Okay, da komme ich aber nicht auf. Interesting. Komm vielleicht von der Seite. Owe. Oh. Göttliches Konfetti. Oh. Kehrt um, wenn ihr leben wollt. Kopflose können nicht enthauptet werden. Right. Na gut. Is there a way back? Ah. Weird. Übrigens haben wir mal jetzt 1,5 Stunden Zeitnummer für das. Die nächsten 1,5 Stunden werde ich jetzt aufnehmen. Für nächste Woche, weil es gibt wieder Triple Feature. Gatschins Konfekt. Es macht lautlos und unsichtbar. Okay. Und wenn ich da unten bin, komme ich nicht mehr auf hier. Ist weiter gut. Okay. Nehmen wir das an die Toten. Da oben hüpfen und haben Sprungschaden zufügen. Wer hat mich Öl eingesteckt? Soll man das machen? Ich glaube nicht. Einfach feig. Hm. Natürlich, wenn nichts anderes unten ist. Würde mir das schon zutrauen. Sind wir da nicht richtig? Ja, okay. Ja, Laun, ganz ehrlich. Es geht vor der Biscuit. Wir machen uns selber einfach ein Licht.
Oh, wow, 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 was ist das? Wir bewegen so langsam. Eine kopflose Kreatur. What the? Voilà. Victor, zu schwer, zu hart, zu angsteinflößend. We need more power. Definitely more power. Krank, krank. Ihr habt das schon. Da ist er. Willst du mir sagen, wir waren dort noch nicht? Komm mal so in den Hintereingang. Yes, Sir. Gegenmittelpulver. Göttliches Gras. Göttliches Gras? Gerne sind die Widerstände herstellen und alle Status. Okay. Okay. Gut, wir müssen uns die Locations von den Bossen merken. Weil ich konnte ihn noch nicht parieren. Mickey Hunter kann ich noch nicht jeden, soweit ich das mitgekriegt habe. Weil es geht nämlich nicht immer. Hoppala. Jetzt hat er sich einen Schädel gebrochen. Super. Da. Shinobis Kampfkunst, feindliche Stoßangriffe kontert, bla bla bla. Tritt auf die Waffe eines Feindes, sodass er. Es soll aber nichts mit parieren, sondern. Parieren abwehren, ja? Vielleicht ist mein Timing einfach schlecht. Da habe ich schon alles killt, da ist nichts mehr. Ich glaube nicht, aber da oben war das nächste halt zum Holen, ne? Achso, kennen wir nicht hin, weil. Wir kommen da nicht um. Okay. Ich verstehe. Na gut, dann haben wir wieder einen Boss gefunden, den wir nicht schlachten können. Typisch. Kann ich da aufmachen? Ja, na. So, wir reisen runter. Und hoffen, dass wir nur irgendeinen Lappen finden, den muss man killen können. Tal unter der Brücke. Und so kommen wir wahrscheinlich hinten nochmal. Nehme ich auch, keine Ahnung. Und wir schauen am Ende der Episode, falls es nichts mehr sterben. Hoppala. Wenn wir das nächste Mal sterben, werde ich zum Bildhauer schauen und dann fragen wegen den Prothesen, ob wir die upgraden können, weil. Trigger. Jetzt hoffen. Nix sehen, wo was runtergefallen ist. Ja, ja. Fluggreifhaken, schon klar. Der Zug ist abgefahren.
Was macht die? Ist jetzt Teil von dem Ganzen? Jetzt wahrscheinlich weiter, ja. Schau weg, oder? Krank. Was macht der Basilisk da? Ist das ein Basilisk? Bin mir nicht sicher. Ein Jomunganda ist das sicher. Alte Fresse. Okay, wir sind in einer Höhle, das ist schon mal gut. Ganz vorsichtig. Sicher, wenn man das sieht, bin ich im Arsch. Das machen wir doch. Ich hoffe, das First Try muss zockt. Okay, während der da herschaut, kann ich... Omega. Er schaut schon so besorgt, ja? Same. Alter Vater, habe ich irgendwo Items? Nein. Okay. Wohin? What the fuck? Schade, ich hab den versteckt, ich hab das nächste Versteck nicht gefunden. Verdammt! Schade, Mann! Oh, first try. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das bald einmal vorbei gewesen war. Was da? Short. Also definitiv das Heil-Dingens.
Das schaffen wir noch, komm. Das schaffen wir noch. Hätte ich da gleich runter können? Nein. Okay, nächstes Mal kann ich gleich runter, passt. Das machen wir noch. Da kommen wir da noch durch, ich sag's euch. Ich konnte einfach das Konfekt benutzen. Schaust du da oben? Ja, nächstes Mal gleich an. Das ist eine andere. So. Wo ist das nächste Versteck? In dem Buschel da, oder was? Nichts zum Verstecken. Einfach hinter der Hütte. Hinterm Zelt, oder was? Ich würde das Item aber da. Siehst du, wenn man schaut, renne ich noch zu dem Item. Ich würde es, das ist sicher Samen. Das ist ein Safety-Platz. Schau gescheit um. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich da soll. I'm a sitting duck. Falsche Richtung, Glenn.
der nächste killt mich. Ja, ich muss dann. Ich kann eben nicht näher kommen. Ich muss in die Richtung gehen. Aber ich werde sprinten. Ja, das Gatschins-Konfekt hätte ich eigentlich benutzen sollen. Ich glaube, wir werden nur mal runterrennen nachher mit dem Gatschins-Konfekt. Und schauen, dass ich das kriege. Ah, das Item, weil das Item hat ziemlich heftig ausgeschaut. Okay. Wir haben wieder eine Figur des Bildhauers. Erst Anfang, nächste Episode, werden wir hier gehen. Nur mal zur Schlange. Aber diesmal werden wir nur zum Roten Tempel. Wahnsinn, Lern! Wow, fast first try, fast. Ich habe nicht erwartet, dass ich einfach rennen sollte. Aber ich hab's dann überlebt, irgendwie. Oh? Sie ist weg? Okay. Oh, was los mit euch? Nani o shiteiru? Ryugai no shirabe, Bushido ga haita chi no kata. Chi no kata? Hai. 血の色がわずかにしかしこれだけではす。できること。流外にかかったものが。流外にかかったものが。お願い。お願いします。いや、かん、くびさん。では。お前さん。本部屋? Im Besitz? Okay, nichts zum Upgraden. Kommt noch. Gut, dann sind wir ja mal so weit. Können wir schon irgendwas anderes probieren? Solange wir noch da sind. In der Episode drinnen, weil da ist ja nichts, oder? Ist das das Anwesen? Also dort, wo wir als erstes hin sind? Ja, passt. Ja, vielleicht gibt es da noch einen anderen Weg und wir gehen in falschen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben alle Wege gefunden, die wir finden hätten sollen. Da oben ist der Trainingshave. Schauen wir mal, wir brauchen kein Training. Ich bin ein Pro. Ja, und da können wir die Tür nicht öffnen von der anderen Seite, gell? Okay. Na gut, dann beenden wir diese Episode. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir haben endlich Progress gemacht. Wir haben einen Riesenschlang gefunden. Wir haben zwei sogar gefunden. Zwei von den fetten Teilen. Hallo? Genau. Wir werden dann wieder in der nächsten Folge anfangen zur Schlange und dann mit dem Konfekt das Item looten. Obwohl, ich glaube, das Konfekt brauchen wir gar nicht. Ich werde nur mal hinrennen und einfach versuchen, das zu stehlen. Wir gehen nur mal zum Händler. Nächste Episode. Also für euch geht es dann da weiter, was mich angeht. Aber auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Lasst doch gerne ein Like da, wenn es euch taugt hat. Lasst zwar ein Sub und seht nichts. Wieder einschalten wir jetzt zum Double D Variety Channel. Jeden Tag 6 Videos, 7 Mal Livestream, 9 Uhr ein englisches Video für euch zum Anschauen. Ich hoffe, habt einen wunderschönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr schaut. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Für euch.